Oh, Serien-Showdown im Audi Quattro und ich tausche Batterien aus. Wow, wow. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Die Prüfung. Ah, es werde nicht! Oh, wo ist denn. Oh, wo hab ich denn jetzt auf Lost-Basis den Deckel hingeschmissen? Ja, das ist jetzt unpraktisch. Ja, da. Don Bilbo hat vielleicht was für dich. Ich hab alles da, ich kann alles besorgen. Ich hab echt den kranksten Scheiß, den es gibt. Speed, Hasch, Crack, Heroin, LSD, Scheiße. Ecstasy, Pizza, Oh. Shit, Kokain, Gummibärchen, Pornos, Hardcore Bondage, SM-Spielchen. Die Lampe ist back! So, Horizon 5 bekommt ihr das Hot Wheels DLC. Habe ich schon ein Video zu gemacht. Und ja, die letzten News ergeben natürlich auch noch einige Infos. Jau! Geh weg! ja. Wir werden eigene Hot Wheels Strecken bauen können, ist bekannt. 10 neue Autos sind natürlich auch dabei, bla bla. Und es wird ein neues System geben. Man kann die Objekte, die rasten jetzt ineinander ein, so, ne? So ein Ding, was das eigentlich in vielen anderen Spielen auch gibt. Ich weiß gar nicht, der GTA-Editor hatte sowas, glaube ich, auch. Ich hoffe, dadurch verschwinden einige Sticky Corners und diese räudigen Bots hier, ne? Ja, ich bin gespannt, ne? Der Event Lab ist ja das Problem, dass er sehr verbuggt ist. Jetzt sind ja auch immer wieder Fanstrecken in der Festival-Spielliste und ja, manche Spieler haben einfach die Default-Strecke, sprich, die fahren die ganz normale Strecke anstatt die Strecke, die da gebaut wurde. Das ist immer weniger praktisch, aber naja. Kann man nichts machen. Ja, an sich ist klar, dass die DLCs natürlich etwas recycelt, ein paar Neuheiten hat es schon. Ah, naja, ich glaube, es hätte auch schlimmer treffen können. Ne? Ich mach mal besser als Lego, finde ich es persönlich immer noch. Oh, 3 Runden da drin. Oh, das kann ja hier wieder dauern. Vor allem, wenn diese räudigen Bots meinen, die müssen hier divebomben, ne? Junge, habt ihr den? Guckt euch die an. Habt ihr gesehen, wie die Kurve fahren? Junge, das sind einfach Randoms hier. Wir haben heute 3 Randoms hier drin. Einer von unseren Leuten ist noch rausgeflogen. Alter, die fahren ja mal komplett Brain AFK. Naja, wir müssen noch einen Monat warten. Hoffen wir mal, dass sie ihr Event Lab patchen und dass da in Zukunft funktioniert richtig, aber ich glaube nicht dran. Die haben es bis jetzt nicht geschafft, dann werden sie da auch nicht schaffen. Das kann ja lustig werden, wenn du dann deine Hot Wheels Strecken fahren willst und manche Leute einfach, ja, entweder laden die Objekte nicht oder die fahren halt die Default Strecke, lol. Und was dann in Zukunft kommt, ist ja auch die Frage. Kommt dann das realistische DLC, wie es sonst immer war, ne? Sonst hatten wir als erstes ja immer so eine Insel oder ein Rallye-DLC oder was weiß ich. Und jetzt auf einmal fangen sie mit Hot Wheels an. Spielt, by the way, auch weit oben in den Wolken. Man kann von da oben die Map sehen hier, wo wir gerade fahren. Das ist ja irgendwie auch lustig. Ist wahrscheinlich nur eine riesige Bilddatei, aber... Magnetische Fahrbahn halt, das ist zum Beispiel neu, dass man quasi überhaupt nicht abheben kann. Man kann also richtig brutale Steigungen und Senkungen machen, ohne dass der Wagen abhebt. Ob das für alle Autos zählt, ich denke mal schon. Oder ob man da irgendwie nur mit Hot Wheels Karren dann so fahren kann. I don't know, aber ich denke mal, zählt für alle Autos. Ein wildes Biker, ein wildes Biker. Aber sonst, ja, wir kriegen noch ein paar neue Klassiker in der nächsten Season. Und gegen Ende der Season Hot Wheels Car. Aber eigentlich nicht viel neu. Also wie gesagt, in dem DLC werden klar einige Hot Wheels Cars sein. Mosler GT3 und noch so ein paar Autos. Man kennt es halt, ne? Das ist halt das Ding. Man kennt es. Man ist nicht so krass gehypt, wie es vielleicht sein sollte. Lustig wird es aber trotzdem, denke ich. Ich bin ehrlich gesagt viel mehr gespannt auf Motorsport im Frühling. Oh, das wird ja geil. Na. Ja. Forza. Horizon. Es wirkt irgendwie ein bisschen stumpf im Moment, ne? Das hat auch noch einen Monat dauert, ne? Ich wette, die haben die übelsten Bugs da wieder her. Auf Motorsport bin ich wirklich very hot. Vor allem bin ich auf die Fahrzeugliste gespannt. Ich hoffe,
Da werden auch wieder einige alte Karren dabei sein, wie in Motorsport 4. Die älteren Rennwagen und so weiter. Aber ich glaube, da darf man sich auch nicht zu viel Hoffnung machen oder man sollte die Erwartung niedrig halten. Wenn man dann überrascht wird, ist es natürlich auch umso schöner. Aber wenn es nicht kommt, ist halt die Enttäuschung so groß, weil ist auch immer eine Lizenzfrage, ob sie die Autos überhaupt bekommen. Kann ja sein, dass sie die reinbringen wollen, aber einfach die Lizenz nicht bekommen. Dein Ernst, dafür crash ich dich weg, du Hund. Da divebombt der mich, Alter. Frech. Oha, guck dir diese Noobs an da hinten. Wie die da reincrashen, ey. Alter. Da spielst du einmal mit Randoms, ne? Und siehst direkt wieder die absolute Katastrophe in Forza. Oder zu faul, die Modelle zu erneuern. Ja, das kann natürlich auch sein. Weil sie keinen Bock haben, die Autos neu einzuscannen. Soll es zum Nürburgring fahren, da sind viele Autos am Start. Soll sie einfach die Zentrale am Nürburgring aufbauen, fertig. Ist doch der beste Ort für Rennspielentwickler. Nürburgring einfach da. Da kommt doch alles mal vorbei an Rennwagen. Ja. Dazu sagen wir einfach mal gar nichts. Was zur Hölle? Das war wieder Stunt. 10 out of 10. Und mit den Offroad-Strecken habe ich mich auch noch nie beschäftigt, so richtig. Ne? Ich habe bis jetzt noch kein einziges Rallye-Rennen gebaut. In Horizon 4 habe ich auch einige gebaut. Da hat er doch irgendwie mehr Laune gemacht. Das sind so richtige Divebomb-Noobs, glaube ich, ne? Die da mitfahren. Naja. Ist ja in Deutschland, wie wir im Stream gesehen haben, mögen die Deutschland nicht, die Briten. Ja, ist klar, wenn du so eine Nachricht schreibst. Lol. Ja, das war auch wieder die Prüfung. Ja. Also noch eine geschmeidige Saison. 4 Prüfungen noch. Dann ist Hot Wheels da. Ich bin gespannt. Ne? Aufregen bringt ja nichts. Es ist wie es ist. Es kommt, wie es kommt. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in dem nächsten Video, whatever da auch auf euch zukommt. Ich muss, by the way, immer noch das Undertale-Projekt rendern. Ja, also dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, lasst gerne ein Like da. Und dann ein Kommentar. Man versteht gar nichts. Auf Wiedersehen.